Wir machen weiter mit Wattels. So, jetzt ziehen wir hier unten lang. Hier unten runter. Oh nein. Eber überfallen uns. Wir haben doch gerade erst... Ich muss mit Ebern kämpfen. 10 Eber überfallen uns aus dem Wald. Ich wollte eigentlich nur das Geld zurückbringen. Schon wieder irgendwelche Bestien. So, wie viel sind es? 10 Stück. Die sind Gott sei Dank alle schwach. Und die haben alle die Eigenschaft, wenn einer stirbt, haben alle mehr Schaden. Aber der Schaden ist nur bei 2. Ist insofern nicht so schlimm. Ja, das ist mir jetzt vollkommen schnuppe. Wir müssen nur wieder darauf achten, dass wir den Speerkämpfer nach hinten setzen. Es ist hier sicher wieder Speere irgendwo verteilt. Nenne. Nein. Diesmal sehe ich keine Boni nirgendwo. Wir packen alle nach oben. Wo ist unser Speerkämpfer? Das ist der der Speerkämpfer. Und der Flächenangriff kommt von... Nein. Wer macht den Flächenangriff? Sie, ne? Sie macht den Flächenangriff. Mit ihr versuchen wir mehrere auf einmal. Wir ziehen mit ihr gleich vor und ziehen Gegner auf uns. Und haben die dann binnen 2 Runden die beiden gekillt. Sie opfert sich. Ich war eben zu geizig, die Rüstung zu reparieren. Zieht gleich nach oben und lenkte die 3 ab. Er lenkt die ab. Er sticht von hinten. Und die 3 hier vorne, die können mit Zorn und Axt kämpfen. Diverse Dinge machen. So, wir starten die Partie. Beginnen hier links mit dem Kampf. Ziehen vor. Nee, das machen wir nicht. Wenn wir mit ihr anfangen, dann verschenken wir ja eine Aktion. Ich hoffe mal, dass die alle, zumindest 2 von denen, sie alle angreifen, weil sie am nächsten steht. Deshalb ziehen wir mit ihr als Letzte. Wir fangen mit Lambun an. Ziehen Lambun. Nein, wir fangen mit Burian an. Ziehen Burian vor. Hierhin. Nein, da ist wieder ein Speerwurf. Da war ein Speer und ich bin... Ja, man kann die echt nicht sehen. Das gibt's... Hat jemand gesehen im Regeln? Hat es irgendwann im Chat gepostet? Niemand. Also es ist ein Speer hier verteilt, den kann man auflesen. Seht ihr noch irgendwo einen zweiten? Gott, sind die schwer zu erkennen. Das ist ja krass. Jetzt machen wir einmal hier den Schlitzer. Und bleiben dann hier stehen. Er hat viel Rüstung, der hält ganz viel aus. Ein extra Aktionspunkt. Wir haben 7 auf Vorrat. Wir haben viele Leute mit Zorn, da können wir gut mitarbeiten. Die geben immer 5 Punkte, 5 Schaden hat gemacht Zorn, wenn der Feind mindestens höchstens noch 50% der Gesundheitspunkte hat. Jetzt machen wir hier weiter. Ziehen mit dem. Hier drauf. Einmal aufspießen. Nee, einmal den Speerwurf. Aber noch nicht töten. Einmal hier drauf. Es alle Schwächen. Die sollen nicht die Wut bekommen. Weil der Schaden ist so gering, den die geben. Dann ziehen wir mit aufspießen. Hierhin. Stechen einmal zu. Klappt das? Nee. Der wäre dann tot. 1 weiter hier rüber. Einmal zustechen. Und einmal und dann neben jemand stehen bleiben, damit wir tapfere Kühnheit bekommen und den extra Aktionspunkt. Einmal hier hin.
ist nicht in Kampf verwickelt. Jetzt drücke ich auf Zug beenden und wir bekommen hier wegen der tapferen Kühnheit, weil wir neben einem stehen, einen extra Aktionspunkt. Also einen wieder zurück, glaube ich, oder wir waren eh bei 7, ist egal. So, das klappt. Die will ja 3 Gegner anlocken, um die alle gemeinsam anzugreifen. Mhm. So, jetzt hier oben, der ist schon im Kampf. So langsam sollten wir mal jemanden töten, ne? Einmal mit Vorrahmen. Einmal zertrümmern, bitte. Dong. Und einmal stehen bleiben. Ja, sehr schön. Jetzt können wir nicht zwei auf einmal töten gleich. Oder zumindest stark verletzen. Oben ist noch ein Speer. Da oben. Super, danke. Wer hat es geschrieben? Joachim und du hast es geschrieben. Und der Sunblocker auch noch. Lieben Dank an euch beide. Also ich würde die im Regen nicht sehen. Dann machen wir das mit Hakat, ne? Hakat zieht bitte hier drauf. Hat jetzt diese Eigenschaft mit dem Speerwurf. Achtung, ja, da können wir einen von uns treffen. Wir ziehen ein Stück runter. Nein, das geht nur von da oben aus. Der hat den nicht mitgenommen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, dann können wir das im Omni nicht machen. Der hat den Speer nicht automatisch mitgenommen. Da müssen wir gleich jemand drauf schicken. Dann können wir das jetzt nicht machen. Dann ziehen wir noch ein Stückchen weiter runter. Direkt davor. Wir werden jetzt jemanden töten. Anders geht's nicht. Wann ist der dran? Erstmal gar nicht. Ich gucke unten auf die Aktionsleiste, wann wer dran ist. Das ist mir vollkommen... Wir ziehen hier unten runter. Hier sind so viele. Ziehen direkt davor. Ah, bekommen. Einmal hier hin. Einmal die Vergiftung. Jetzt werfen wir die Axt auf den, dann ist er aber schon tot. Und der stirbt von alleine beim Rundenwechsel wegen der Vergiftung. Das heißt, der stirbt ja nach oder vor seiner Runde, am Ende seines Zuges. Der stirbt von alleine. Ich will noch nicht die Wut auslösen. Wir ziehen lieber und wir könnten ihn sofort töten mit Zorn. Wir rennen schon mal ein Stück runter. Der stirbt von alleine. Jetzt kommen die rübergerannt. Von denen sollten wir uns wegbewegen Richtung links und erst die anderen erwischen. Vor den dreien. So, jetzt ist der Kollege dran. Kann er noch mal kämpfen? Nein. Torus ist dran. Wie weit ist die Reichweite? 8 Meter. Kann jemand anders noch? Sie kann. Der hier oben muss auch noch. Wenn der hier in die Mitte ziehen würde. Wir warten hier noch einen Moment ab. Der hat schon gezogen. Der hat schon gezogen. Ebenfalls. Ebenfalls. Noch nicht. Wir müssen mit beiden ziehen. Ja, dann müssen wir sowieso. Sie kommt gar nicht mehr. Bevor der das Schwein runterzieht, müssen wir auf jeden Fall mit ihr agiert haben. Einmal spalten auf beide hier, bitte. Ja. Dann stehen bleiben. Das ist der letzte in dieser Runde. Und wir verzichten auf das Töten. Wir ziehen nur auf den Speerwurf zu und nächste Runde... Können wir ein bisschen Glück vielleicht irgendjemand angreifen, oder? Da kommen 2 oder 3 von rechts. 3, ne? Wir ziehen einmal hier drauf. Das können wir nicht machen. Der ist zu weit weg. Können wir ein Stückchen weiter Richtung runter. Jetzt wird uns das nicht mehr angezeigt. Hier hin. Reicht das hier? Nein, leider.
Leider nicht. Vielleicht können wir den allerdings mit dem Speerkämpfer gleich raufschubsen oder irgendwas. Dann nicht. Wir laufen hier schon mal runter. Leider verschenkt. Ah, der zieht in die Mitte. Neue Kampfrunde beginnt. So, wir fangen hier unten an. Sie tötet jetzt beide, die haben sowieso... Wer sind die Nächsten, die den Angriffszug haben jetzt? Die, der kämpft auch gleich. Wir töten beide auf einmal, die sind sowieso alle gleich wütend. Das kann man gar nicht verhindern. Hier unten fangen wir an. Einmal Spalten auf beide. Die sind alle wütend, aber sie können nur einmal wütend sein und nicht zweimal. Und wütend bedeutet, dass sie jetzt gleich mehr Schaden austeilen werden, statt zwei wahrscheinlich drei. Und damit können wir leben. Das ist alles nicht schlimm. Wir ziehen rüber. Der Gegner ist umzingelt. Leichter killbar. Erlittener Schaden um 20% erhöht. Bleiben hier stehen. Wir werden einmal angegriffen und das Vieh stirbt, weil es vergiftet war. So, und da können wir jetzt aber mit dem Speerwurf machen. Super. Naja, komm. Einmal hier hin für Speerwurf. Einmal Speer werfen. Klasse. Einmal davor ziehen. Einmal zertrümmern. Dong! Ja, einer killt das Schwein ganz alleine. Sehr schön. So, hier stehen bleiben wieder. Wir könnten noch ein Stück runterziehen, allerdings. Das machen wir auch mal. Die nähern sich von rechts. So, jetzt. Das war der aus der zweiten Reihe was machen kann. Aber den hier. Den können wir töten mit Zorn. Nee, Zorn macht 5. Nimmt 5 Trefferpunkte weg. Hier einmal Zorn. Ach, geht nicht. Der ist im Kampf mit dem. Dann müssen wir einmal hier drauf. Dann bleibt aber eventuell etwas übrig. Wir versuchen mal, wenn man es anders. Wir schauen mal, ob wir mit dem hier, der ist ja nicht im Kampf engagiert. Deshalb kann der ein Stück zurückziehen. Sticht zu per Aufspießen. Jetzt ist der weg. Und jetzt ziehen wir uns neben in den Rücken dieser Einheiten. Wir setzen eine Runde aus. Wir können uns Zorn machen. Für einen beliebigen der beiden. Ja, klasse. Und wenn wir hier stehen bleiben, wenn wir neben einem Gegner stehen bleiben, ohne im Kampf verwickelt zu sein, kommt ein Punkt wieder dazu. Das sollte jetzt eigentlich passieren. Wenn ich jetzt auf eine Runde aussetze, also Bewegungspunkte Ende klicke, sollten wir einen Aktionspunkt dazu bekommen. Das sind die hier. Ja, einen dazu bekommen. Ist aber die volle Stärke. Kann jemand dem Cortinix bitte mal den Link posten, liebe Chatmods, zu meinem Crashkurs-Video zu Civ 6? So, und jetzt sind wir hier vorne. Und er kann per Schlitzhand ihn ja töten. Ne, eins nach dem anderen. Erstmal der hier vorne. Einmal vergiften. Genau. Und dann mit Zorn 5 Punkte klauen. Ist auch nur 4 da. Klasse. Danke, David. Hat zauberhaft geklappt. Jetzt können wir noch eine Axt werfen. Wir haben noch relativ viele Bewegungspunkte. Wir ziehen. Was ist das nächste, das angreift, ist das hier oben. Wir können auch das hier erwischen gleich. Ziehen ein bisschen vor.
schmeißen die Axt noch nicht. Nur ein Stückchen vor. Schmeißen die Axt. Das saß. Es scheint ein kritischer Treffer gewesen zu sein. Und ziehen dann aus der Reichweite wieder raus. Jetzt sind noch drei Schweine da, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das nächste, das angreift, ist das hier oben in der Initiativleiste. Das wird aber wahrscheinlich nur ziehen und nicht mal angreifen können. Und das ist das zweite, das angreift. Also, ist zu sehen auf den Bildern direkt hinter mir. Das hier ist also das nächste. Das heißt, wir ziehen einmal davor. Einmal schlitzen. Zornbraun galvanisiert, verzinkt, Energie fließt. Unser Schaden ist jetzt plus 50%. Ziehen ein Stückchen vor, so dass wir mit denen jederzeit gleich kämpfen können. Setzen eine Runde aus. Ein Schwein zieht vor. Aber nicht dicht genug an uns ran. Und wir können mit irgendjemandem noch einmal agieren. Wer war's? Mit ihm hier. Ach Quatsch. Da blocken wir den anderen ja nur den Weg. Einmal nach hinten. Einmal zuschlagen. Jetzt könnten wir per Zorn den killen. Aber das wird auch so gehen. Auf einmal, jetzt komm. Nein, 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 wir wollen alle töten. Wollen wir alle töten? Was hat das für einen Vorteil? Alle Schweine töten? Die können abhauen. Ich weiß gar nicht, ob so viel mehr Beute das wäre. Wir bekommen haufenweise Reißzähne, Schweinefleisch, Leder, Kadaver, Erfahrungspunkte und Einfluss. Plündern alles, jetzt müssten wir unheimlich viel reparieren. Wir haben 9 Reparaturtools drin. Mal gucken, wen wir reparieren. 2 für Schild und das. Ja, machen wir. Beides fit. Hier vorne. Rüstung einmal 5 drauf. Ja, das ist für 3 mehr Rüstung, gebe ich nicht ein Tool aus. Für 5, 2. Auch das Schild. Das Schild ist ganz schwach. Leider kann man das nicht einzeln machen. Für einen Punkt hier ein, das ist das. Bin ich viel zu geizig für. Die müssen hier irgendwie so durch. Das sehe ich nicht ein. Die müssen da so durch. Und weiter. Einmal abspeichern. Sehr schön.